an die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Liebe Brüder, wie in Abschnitt 120 des Buches Lehre und Bündnisse durch Offenbarung festgelegt, genehmigt der Rat für die Verwendung der Zehntengelder, bestehend aus der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel und der präsidierenden Bischofschaft, die Ausgaben der Kirche. Die Einrichtungen der Kirche verwenden ihre Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets und gemäß den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche. Die Buchprüfungsabteilung, deren Mitarbeiter anerkannte Fachleute sind und die von allen anderen Abteilungen der Kirche unabhängig ist, stellt anhand von Prüfungen fest, ob der Ein- und Ausgang von Geldern ordnungsgemäß beaufsichtigt und das Vermögen der Kirche hinreichend geschützt wird. Gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen kommt die Buchprüfungsabteilung der Kirche zu dem Schluss, dass die im abgelaufenen Jahr 2016 eingenommenen und ausgegebenen Gelder sowie die Vermögenswerte der Kirche in jeder Hinsicht gemäß den bewilligten Budgets und den Richtlinien und Buchführungsverfahren der Kirche dokumentiert und verwaltet worden sind. Die Kirche hält sich an den Rat, den sie auch ihren Mitgliedern gibt, nämlich einen Haushaltsplan einzuhalten, Schulden zu vermeiden und für Notzeiten zu sparen. Hochachtungsvoll, Buchprüfungsabteilung der Kirche, Kevin R. Jurgensen, geschäftsführender Direktor.